Frau Dr. Wellbrock, zwei Fragen an Sie. Wie stark sind die deutschen Wälder oder die deutschen Waldböden belastet tatsächlich mit Kupfer, Zink und Blei? Man kann sagen, dass wir insgesamt eine Verbesserung haben über die letzten 20 Jahre. Die Mittelwerte an Zink, Blei und Kupfer haben abgenommen. Dennoch ist es so, dass insbesondere bei Blei wir bei ca. ein Viertel der Böden eine Überschreitung des Vorsorgewertes haben und auch die Hotspots erhalten geblieben sind. Welchen Einfluss hat jetzt die Verwendung von Munition aus diesen Materialien, also aus Kupfer, Zink und Blei, auf diese Vorräte an diesen Metallen, an diesen Schwermetallen in den Waldböden? Wir haben das nicht untersucht, das war ja nicht die Fragestellung der Bodenzustandserhebung, aber man kann sehen, wenn man die Vorräte an Zink, Blei und Kupfer berechnet in Waldböden und das ins Verhältnis setzt zu dem, was an Munition abgeschossen wird und auch in der Munition vorhanden ist, dass der Anteil sicherlich sehr gering ist. Wichtig aber für die Wirkung auf das Wildbrett ist die Bioverfügbarkeit und da sagen die Vorräte relativ wenig aus und wir wissen aber, dass das sehr abhängig ist von den Bodenverhältnissen, also wie ist der pH-Wert, wie hoch ist der Anteil an organischer Substanz.